Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Desolation. Ich habe jetzt zwischen den Folgen ein bisschen Pokémon gelevelt, wie ihr sicher schon erahnen könnt. Und zwar haben wir hier eine Entwicklung. Ich finde das sehr cool. Ich mag vor allem den Farbverlauf in dem Rosa drin. Das sieht richtig cool aus. Und das hat sich entwickelt. Es ist sehr einfarbig. Eine goldene Schnecke. Sehr cool. Sie hat genau die gleiche Farbe wie der Shiny-Stern. Seht ihr das? Sie ist der optimale Shiny oder so. Nun. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Ah ja, ich wollte ja hier Shiny noch umbenennen, weil es ist ja eindeutig ein Ho-Oh. Macht man das O ist klein, oder? Von Ho-Oh. Ich kann mir das immer nicht merken, aber ich glaube, es ist klein, oder? Ich glaube schon. Oder ist es groß? Aber groß sieht doof aus. Das sieht aus wie eine Null. Oh. Das ist eine Null? Das ist ein O. Hä? Ist das ein Witz? Das ist ein O, ich schwöre. Okay. Das O sieht voll doof aus. Okay, nun. Wir sind hier weiterhin im Labyrinth und ich versuche durchzukommen. Wir schauen mal, wie das klappt. Oh, das sind wilde Pokémon. Oh, Entschuldigung. Ich bin in der Sackgasse gelaufen, habe ich das Gefühl. Hi, ich bin in der Sackgasse. Ah. Ah, ich habe ein Pokémon zurückgebracht. Da habe ich noch voll dran gedacht, dass ich das machen musste. Gut, dass ich das noch wusste. Sollen wir das noch abgeben? Wäre doof, das nicht abzugeben, wenn ich schon habe. Aber dafür muss ich aus dem ganzen doofen Labyrinth wieder raus. So. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich hab's eilig. Ich muss eine Quest abgeben. Dankeschön. So. Man kommt von hier oben ja auch rein. Da ist man dann auch direkt bei der Gilde und muss nicht so viel laufen. Nein, danke. Nein, danke an der Stelle. Ich komme noch nicht zur Tür rein. So. 600, na gut. Und ein Credit, yay! Gut. Oh. Traumato, guten Tag. Nein, danke. Ich kann dich wirklich gar nicht leiden. Du bist so gruselig. So. Jetzt zurück. Dieses Hin- und Herlaufen in diesem Wald. Das macht so viel Spaß. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Doch ihr müsst ja zugucken und so könnt ihr euch das vorstellen. Das macht sehr viel Spaß. So. Wie bin ich denn bisher gelaufen? Nein, das ist definitiv nicht richtig. Da müssen wir hier rechts weiter. Oh ja. Okay, ich bin richtig. Spinny. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ja, genau diese Neuigkeiten meinte ich. Oh. Oh, du hast aber ein ungünstiges Team dir zusammengestellt für mein erstes Pokémon. Ach, hey. Dankeschön. Das war äußerst kompetent. Und als letztes. Na dann, ich habe doch jetzt noch ein Elektro-Pokémon, das ich nicht als Elektro-Pokémon erkenne, weil es rosa ist und nicht aussieht, als wäre es Elektro. Aber wird schon. Sehr gut. Level up. Oh, stampfen. Du wirst Leute zerstampfen. Ich bin ehrlich, die Attacken finde ich so ehrlich besser ohne das Stampfen. Ich dachte kurz, das wäre shiny, aber es ist nur eine Sonderform. Was? Das ist ein Ei? Oh Mist, warum habe ich Makago weggeschickt? Was hatte Makago für eine Fähigkeit? Warum ist das Ei? Was könnte da drin sein? Ist das ein... Das sieht aus wie Maracamba oder sowas. Das will ich dann nicht ausbrüten. Naja. Hatte Makago Flammkörper als Fähigkeit? Ich glaube nicht, oder? Wir werden es nie erfahren. Und auch wenn ich das nächste Mal bei dem PC bin und dran denke. Aha, 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 aha. Ja, du wirst nicht genug bezahlt. Traurige Geschichte.
Ja! Warte, ich hab so viel Geld nicht. Okay. Die, vielleicht geben dir die wilden Pokémon hier Geld. Freundin. Wie soll ich denn so viel Geld? Wie viel habe ich? 1000, wenn es gut läuft? 2000. Ich habe ja fast die Hälfte. Oh, Leute, hi. Oh, Miri. Du hast es geschafft. Miri, du bist hier. Was hat sie mit Scarlett besprochen? Nun, dann sind wir drei. Connor will eindeutig nicht mitmachen. Also wird er schon irgendwie nach Blackview kommen. Um genau zu sein, hat er wahrscheinlich einfach zu viel Angst, um auf Drachentypen nach Sidair zu fliegen. Keine Überraschung, ehrlich. Noch irgendwas, vor dem er Angst hat, hä? Hä? Warum siehst du mich so an? Ach, kein Grund. Wie auch immer, das muss der Teleporter sein, von dem Eddering geredet hat. Hoffentlich, okay. Ja, wir gehen damit nach Celia. Genau, ja, Celia. Oh, Scarlett. Nun, Scar, ich bin sicher, das ist nicht so gefährlich. Ich meine, ich habe gehört, die Gilde hat das ganze Teleportationssystem gebaut. Also ist die Sicherheit wahrscheinlich nun fragwürdig. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich möchte nach Celia. Besser schneller als sonst was. Also, der Letzte muss uns Drinks kaufen. Oh, los geht's. Oh mein Gott. Eva, sie ist weg. Nein, das ist zu viel. Aber wir müssen hinterher, richtig? Komm, Miri, lass das machen. Okay, okay. Scarlett, du schaffst das. Es ist nur ein Teleporter. Viel Glück. Nein, danke. Keine Items mehr. Na gut. Wir kommen zurück, wenn ich mehr Geld habe. So. Dann bin ich mal gespannt. Jetzt gehen wir endlich von dieser blöden Insel runter. Was zum... Ihr habt das gehört, richtig? Es hörte sich an wie ein Kampf. Oh, ne, wir kommen doch nicht von der Insel runter. Es ist wahrscheinlich nicht richtig. Wir sind so weit oben. Irgendeine Art von Turbulenz ist sicher immer laut. Turbulenz? Was für eine Turbulenz hast du denn gehört, Scarlett? Komm schon. Okay, was zur Hölle war das? Es ist vorbei. Das wird dich lehren, dich nicht bei uns einzumischen. Zu denken, dass ein altes Relikt der Vergangenheit uns aufhalten kann. Ja, flieg zurück in deine lächerliche Arena. Was zum? Das kann nicht Vera gewesen sein, richtig? Boss? Ha? Verdammt. Als wäre eine Einmischung nicht genug. Ihr wisst einfach nicht, wie man sich nicht einmischt, richtig? Aber du, Mädchen, du solltest tot sein. Ja, nun... Ich denke, so leicht wird man mich nicht los, ha? Was auch immer das hier für eine Veranstaltung ist. Sie wird jetzt aufhören. Was habt ihr mit Vera gemacht? Oh, bitte. Ich hatte nichts mit deiner Arena-Leiterin zu tun. Wie hätte ich denn wissen sollen, dass sie hierher kommt? Nun, nicht, dass das was Wichtiges wäre. Sie hat die richtige Wahl getroffen und sich zurückgezogen. Nein, wir kommen niemals von ihr weg. Oh, bitte. Genug davon, Baron. Warte, was? Okay. Eine Chance war mehr als genug. Na und bist du überrascht? Mit dieser Show, die du aufgezogen hast, dachten sie natürlich, dass wir das Problem sind. Du weißt, du hast eine von ihnen versucht umzubringen. Natürlich wollen sie dich aufhalten. Warte, du bist die, die mich gerettet hat. Was passiert hier? Ha, Eva, schön, dass es dir noch gut geht. Leider ist die Situation ein bisschen komplizierter, als du gedacht hast. Ich bin auch ein Mitglied von Team Crescent. So wie mein Freund hier, Baron. Was? Nein, das kann nicht wahr sein. Nun, es ist mehr als wahr. Ich bin nicht nur ein Mitglied, ich bin sogar der Anführerin zusammen mit Baron hier. Warte, was? Aber warum hast du mich gerettet? Nun, ich muss sagen, dass die Anführer von Team Crescent... geteilter Meinung sind, wie man mit Dingen umgehen sollte. So wie ich versucht habe zu zeigen, unser Grund, ist gerecht und das, was wir tun, ist vielleicht das, was uns schadet. Sagen wir, Baron hat einen Fehler gemacht. Einen Fehler gemacht? Was für... Das ist genug. Außerdem,
Ich möchte nicht mit dir reden. Miri, gut, dich wiederzusehen. Ich wusste, du schaffst es hierher. Warte, haben wir uns verabredet? Das kann ich mich nicht erinnern. Okay. Wer möchte schließlich nicht so sehen, wie die neue Welt entsteht? Oh, sehe ich das neue Darkrai? Das will ich sehen. Jetzt, da alles daran da sind, sollten wir anfangen, ha? Huh? Mit dem Onyxstein in der Hand können wir Darkrai hierher holen. Wir können in Darkrais Welt gehen, in die tiefsten Tiefen des Grids. Ich dachte immer, es ist unmöglich, so eine Welt zu erreichen, dass sie vielleicht nicht mal echt ist. Aber jetzt, mit dem Onyxstein, habe ich alle Beweise, die ich brauche. Mit diesem Stein kann ich in Darkrais Welt eintauchen, es finden und es zurückbringen. Und dann kann ich unsere neue Welt erschaffen, unseren neuen Traum. Ein Traum, bei dem jeder mitmachen muss natürlich. Ein Traum, in dem es keine Gewalt gibt, keine Konflikte, nichts als Perfektion. Ein Traum, den ich selbst herstellen will, so wie ich möchte. Mit nur ein paar Leuten, die bei mir sind. Warte, was? Bist du verrückt? Dein großer Plan ist, die ganze Welt in eine Art von Traum zu packen? Bitte, glaubst du, dass wir glauben, dass du so nobel bist und dich dann auch noch an die Spitze stellst? Alles an deinem Plan ist daneben. Wir können nicht vor unseren Problemen davonrennen und uns in einem Traum verstecken. Wenn wir besiegt werden, dann müssen wir selbst wieder aufstehen. Das geht schon viel zu lange so. Du hast mich beim letzten Mal besiegt, Baron. Aber dieses Mal werde ich dich aufhalten. Ja, werden wir. Warte, was? Ha, nun, wir konnten nicht so lange allein bleiben, richtig? Na, guten Tag, hi. Nova? Nun, seht nur, was die Katze mit reingeschleppt hat. Immer noch sauer, dass ich dir den Stein weggenommen habe? Bist du hier, um uns zu helfen? Nun, fürs Erste, denke ich. Miri hat mir den Stein gegeben, bevor Nova ihn zurückgeschulden hat. Also, kann ich euch erstmal vertrauen? Ja, gern geschehen. Was wäre passiert, wenn ich ihm nicht zuerst den Stein gegeben hätte? Gut, ich denke, dass wir dann wohl gemeinsam gegen Nova kämpfen können. Ach, Miri, du verstehst es nicht wahr? Warum bist du auf der Seite von Schiff? Kannst du nicht die Wahrheit sehen? Die Sekunde, in der der Stein in seinen Händen ist, wird er sich gegen dich wenden. Verstehst du denn unsere Ziele nicht? Doch, und sie sind dumm. Ach, sei still, Nova. Miri hat die richtige Wahl getroffen. Eine Traumwelt wird nichts lösen. Vor unserem Problem davon zu rennen, ist lächerlich. Die einzige Möglichkeit, alles zu reparieren, ist, uns den Problem zu stellen. Du hast die richtige Wahl getroffen, Miri. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön, ich bin auch stolz auf mich. Scarlett anscheinend nicht. Oh, bitte. Heul leise. Wenn du zu kurzsichtig bist, um die Wahrheit zu sehen, dann werde ich sie euch einfach zeigen. Darkrai wird nicht für immer warten, also los geht's, nicht wahr? Mal sehen, was dieser Stein so kann. Darkrai, ich weiß, du kannst mich hören. Bitte. Lass mich zu dir kommen. Lass mich in deine Welt und dich befreien. Zusammen könnten wir eine bessere Welt aufbauen. Eine ohne Leid und ohne Schmerzen. Eine, in der du herrschst. Über unseren unendlichen Schlaf. Nein, warte. Du kannst es nicht kontrollieren, nicht mehr. Nova, hör zu. Du kannst das... Oh, das hört sich... Oh, das hört sich alles nicht so... du musstest die ganzen Rüpel hin. Verdammt. Es ist wunderschön. Das Portal ist echt. Ich kann es gar nicht glauben. Wir haben gerufen und Darkrai hat geantwortet. Das ist deine letzte Chance, Nova. Das geht schon zu lange so. Gib mir den Stein, bevor es zu spät ist. Ich habe bereits all deine Rüpel ausgeschaltet. Nun, ein kleiner Kollateralschaden ist doch nichts im Vergleich zu dem, was wir hier erreichen werden, Schiff. Bitte, es ist schon vorbei. Mein Traum, alles, was ich möchte, es fängt an. Nein! Nein! Nicht dieses Mal, nicht schon wieder. Oh! Ha, am Ende macht es keinen Unterschied. Bitte, keiner von euch konnte das hier aufhalten. Nicht mal Schiff. Darkrai wird ein neues Zeitalter einläuten und es gibt nichts, das ihr tun könnt, um das aufzuhalten.
Trotzdem, so eine Welt braucht jemand, der sie führt. Jemand, der die Macht an der Spitze hält. Jemand wie mich. Es scheint so, als hätte Nova immer noch Vertrauen in dich, Miri. Ich jedoch nicht. Okay. Du hast den Onyxstein Schiff gegeben. Ja. Nun, das ist der Beweis, den wir dafür brauchen. Ich kann sehen, dass das, was Nova erreichen will, dir nichts bedeutet. Als Führer, Anführer dieser neuen Welt, ist es meine Verantwortung, deine Flamme zum Erlöschen zu bringen. Nein? Bevor es zu spät ist. Ja, richtig. Nun, das ist ein wirklich nobler Weg zu sagen, dass du Angst vor uns hast. Ich weiß, dass wir dich zusammen im Team besiegen können. 3 gegen 1? Das ist einfach. Nun, 3 gegen 1, ha? Das siehst du leider falsch. Zu glauben, dass dein Motiv besser ist als alle anderen, ist eigennützig. Unser Ziel möchte den Kurs der Menschheit korrigieren, eine Welt zu kreieren, in der es keine Konflikte gibt. Denkst du wirklich, jeder hier würde bei dir stehen und zu sehen, wie die Welt verlischt? Die Leute wissen, dass wir eine bessere Welt brauchen. Okay. Jeder würde sich uns am Ende anschließen. Um genau zu sein, eine ist bereits unter euch. Toll, Scarlett, toll. Nein, das ist... Scarlett, du kannst aufhören, so zu tun. Du hast genug getan. Nein. Miri, Ava, es tut mir leid. Oh, hör auf, Scarlett. Du kannst doch darauf nicht reinfallen. Ich wollte nicht, Ava, aber nachdem ich mit Nova geredet habe, nachdem ich ihr Ziel wirklich verstanden habe, macht es alles Sinn. Das tut es wirklich. Wir können alles ändern. Brillant. Wirklich brillant. Ach, sieh mich nicht mal an. Es ist vorbei. Als ob. Ich schreibe meine eigene Geschichte und ich werde nicht warten, bis du mich wieder besiegst. Weißt du, ich muss keine Angst vor irgendwas haben. Ich habe meine Pokémon bei mir, meine Freunde. Ihr habt nichts im Leben außer Lügen. Ihr schert euch nicht mal darum, was Novas Ziel ist. Ihr wollt euch nur mächtig fühlen. Wie lächerlich. Ich hätte aber nichts anderes erwartet. Sag doch, was du willst. Wie gesagt, ich schreibe meine eigenen Geschichten. Wo? Was? No. Mach einfach nicht. Also in meiner Geschichte, wenn ich sage, ich kann springen und es schaffen, dann werde ich es schaffen. Das ist schließlich eine Erfindung der Gilde. Alles ist möglich, richtig? Bis später, Miri. Aber ich? Sie hat mich zurückgelassen. Und jetzt? Ava, nein. Nun, vielleicht diesmal war es das wirklich für sie. Wenigstens kann ich meinen Job jetzt zu Ende bringen. Trikefalo? Miri, warte, nein. Trikefalo, wir sollten diese Arena sauber machen, nicht wahr? Miri, bitte, es tut mir leid, ich glaube dich. Du bist wirklich besonders, Miri. Du hast die Risse noch gar nicht gemerkt, nicht wahr? Dann ist es vielleicht Zeit, dass ich sie dir zeige. Viele Stunden später. Hey, du, im Schnee. Im Schnee? Lebst du? Wo kommst du her? Ich meine, wir sind auf der Spitze eines Berges. Komplett ausgenockt, ne? Das ist schon okay. Ich habe alle Zeit der Welt. Kuckuck. Hallo? Hey, du bist wach. Gott sei Dank. Wenn du nicht aufgewacht wärst, nun... dann hätte ich echt Probleme. Mein Name ist Tristan. Ich bin über diesen Berg geflogen. Aber ein großer Schneesturm hat mich erwischt. Und ich musste landen, bevor meine Pokémon nicht mehr fliegen konnten. Dann habe ich gesehen, wie 2 Leute aus dem Himmel gefallen sind. Du und noch ein anderes Mädchen. Was für ein verrückter Tag. Die andere? Nun... Sie ist wo ganz anders hingefallen. Tut mir leid. Ich möchte versuchen, optimistisch zu sein. Aber keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Ich weiß auch nicht, woher ihr gefallen seid. Ich meine, über uns ist nichts. Ich dachte, ich sehe einen Blitz am Himmel, bevor du gefallen bist. Aber durch den Schneesturm konnte ich quasi nichts sehen.
Und deine Freundin, sie ist eine viel größere Distanz gefallen, denke ich. Oh, tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du hoffnungslos wirst, Trainer. Weißt du was? Wir finden sie zusammen. Ich weiß schon irgendwie den Weg. Du kannst mir erklären, was passiert ist, während wir runtergehen, okay? Wir versuchen jetzt erstmal von diesem Berg zu klettern. Nach dir. Tristan hat sich mir angeschlossen. Wer ist Tristan? Ich bin so verwirrt. Silver Rise war ein großer Außenposten der Ranger. Ah, das Ganze ist aber schon lange in Vergessenheit, fürchte ich. Okay. Ich habe mich einfach selbst genervt, indem ich das Kack-Ei im Team habe. An einer Stelle, an der ich nicht an ein Pokémon-Center mit PC komme. Ich dachte, wir fliegen nach Silia, wenn ich ehrlich bin. Ich käme da nie hin. Und ja, jetzt habe ich auch nur 5 Pokémon dabei. Und ich bin auf einem blöden Berg und ich habe mein Feuer-Pokémon weggegeben. Ist schon okay eigentlich. Ganz toll. Was passiert hier? Ach, gut. Genau so hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Gut, gut, gut. Oh, ist das nervig mit den Statusveränderungen die ganze Zeit. Ich kann nicht mal flüchten, ernsthaft. Warum macht Schneebedeck so ein komisches Geräusch? Naja, hier macht Feuer eh weniger Schaden, dann ist ja okay. Okay, Nahkampf, das war ein bisschen OP. Oh, das ist eine Hütte. Oh. Ein S ist auf dem Schloss. Wir haben uns gerade erst kennengelernt und schon weiß ich, dass du ein Einbrecher bist. Ey! Ich wollte uns nur ins Warme bringen. Selber Einbrecher. Ein Eis und ein Vogel. Ich trete das Eis, okay? Ich trete das Eis. Ich wollte das Eis treten. Toll, jetzt trete ich den Weihnachtsmann. Toll. Wegen dir habe ich den Weihnachtsmann getreten. Klasse. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Okay. Vielleicht. Aber eigentlich bräuchte ich Level. Aber es ist so nervig. Dass er die ganze Zeit hier die Statuswerte verändert. Und warum kann ich nicht flüchten? Der Weihnachtsmann wollte mir ein Geschenk geben. Er hat es nicht... Warum hat er eigentlich so ein OP-Pokémon? Was soll das mit dem... Ist das ein Staraptor schon hier, ne? Hey, warte. Ich habe deinen Namen gar nicht mitgekriegt. Miri, ha? Nun, schön, dich kennengelernt zu haben. Ich bin Tristan. Oh, der Normal-Arena-Leiter der Aerith-Region. Warum ziehe ich die Arena-Leiter denn so an? Oh, du bist überrascht? Ja, es hat mich ganz schön gebraucht, um hierher zu kommen, aber es scheint so, als hätte es trotzdem keiner gemerkt. Niemand bemerkt mich wirklich. Ich meine, hey, Drachen-Arena-Leiter hört sich viel cooler an als normal. Ich denke, es passt dazu, wie normal ich bin. Aber keine Sorge, wir finden einfach deine Freundin. Ein Stein. Sie nur ein Stein? Noch ein Stein. Wir machen Stern-Sightseeing. Stein-Sightseeing mit Miri. Dies ist ein Stein. Ich weiß nichts über Steine, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber es ist ein Stein. Ah, oh, das sah aber brutal aus. Warum machst du eigentlich immer die, die ich auch machen will? Leider ist mein Vogel, hat das keinen Step auf seine Flugattacke, deswegen bringt das nicht so viel. Ah, das ist ein Trainer. Wild. Okay, ich würde sagen, bevor wir gegen die Trainer kämpfen, war es das erstmal für heute mit der Folge. Wir sehen uns morgen wieder auf der Suche nach Ava und den Berg runter. Bis dahin, macht es gut. Und Mirio.